Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier zu meinem OOP-Tutorial. Du findest es unter www.oop-wirlernen.at. Wir haben in der vorgehenden Lektion schon besprochen, was man überhaupt unter einer objektorientierten Programmierung versteht. Und ich habe hier dann das Ganze auch am Beispiel von Scratch noch näher gezeigt. Wir haben hier ein Objekt, das Objekt der Klasse Katze. Und dieses Objekt der Klasse Katze hat eben bestimmte Möglichkeiten, hat bestimmte Methoden zur Verfügung. Sie kann zum Beispiel hier 10 Schritte gehen und kann sich um 15 Grad drehen. Dann hat dieses Objekt hier auch die Möglichkeit, seine Eigenschaften zu verändern. Das heißt, es kann auch sein Kostüm zum Beispiel hier verändern. Wenn ich diese Katze jetzt hier starte, dann geht sie eben 10 Schritte, dreht sich 15 Grad und zieht ein bestimmtes Kostüm an. Dieses Kostüm, das ich jetzt hier in der vorgehenden Lektion eben festgelegt habe. Das wäre so ein Beispiel für ein Objekt, das eben bestimmte Attribute hat, bestimmte Eigenschaften, aber auch bestimmte Methoden. Und jetzt wollen wir so eine Katze dann in PHP programmieren. Also nicht genau so eine Katze, aber wir wollen einfach das Prinzip kennenlernen. Und jetzt gehen wir in die zweite Lektion, objektorientierte Programmierung. Und hier am Anfang noch einmal der Hinweis zum imperativen Programmierung. Das heißt, in eine Datei, wie in der vorigen Lektion schon besprochen, trägt man Anweisungen ein und die werden dann der Reihe nach abgearbeitet. Und wir sehen dann hier das Ergebnis. Das heißt, Hallo Welt wird zum Beispiel ausgegeben und so weiter. Und jetzt sind wir aber bei der objektorientierten Programmierung angelangt. Und da habe ich jetzt eine Katze in PHP programmiert und das Ganze objektorientiert. Du findest hier dieses Listing. Und dieses Listing erzeugt dann eine Katze, wenn wir uns das jetzt hier noch genauer anschauen, das Ergebnis siehst du dann hier. Gut, bei PHP kann man objektorientiert folgendermaßen programmieren. Man benötigt wiederum eine Klasse. Man muss zuerst eine Klasse erzeugen und da braucht man ein bestimmtes Schlüsselwort, also einen bestimmten Befehl. Das wäre Class, also C-L-A-S-S. Und das muss am Anfang geschrieben werden. Du kannst es vielleicht vergleichen mit einer Function und das beginnt hier herum und endet in dem Fall hier herunten. Das heißt, alles, was man in einer Klasse festlegen möchte, also die Objekte und die Methoden und die Eigenschaften, also Attribute, werden innerhalb dieser Klasse definiert und dazu benötigt man dann dementsprechend hier diese Festlegung, diese Klassendefinition. Das Schlüsselwort ist eben hier Class. Und danach beginnt üblicherweise der Name der Klasse in einem Großbuchstaben. Das wäre hier Glas Katze. Schauen wir weiter. Als nächstes möchte ich dich darauf verweisen, wir sind hier innerhalb dieser Klasse, dass man hier die Attribute, die Eigenschaften festlegt. Und hier habe ich zwei Arten mal festgelegt. Das wäre hier Private und Public. Und Private steht dafür, dass man die Variablen, die man hier festlegt, also die Eigenschaften innerhalb der Klasse, nur innerhalb dieser Class verwenden kann. Das heißt, die bleiben dann wirklich erinnern und können nicht vom unteren Bereich des Programms aus angesprochen werden. Und Public bedeutet, dass man auch von außerhalb, das heißt von hier herunten dann, auf die Werte, die in dieser Variablen gespeichert sind, dann zugreifen kann. Also wenn ich das hier Public Dollar Anzahl Pfoten ist gleich 4 einen Wert zuordne, kann ich hier dann herunten zum Beispiel hier darauf zugreifen. Wie die Schreibweise dann funktioniert, ich kann gleich darauf noch näher hinweisen. Also noch einmal, die Klassendefinition und innerhalb der Klassendefinition legt man mit Private oder Public den Wert für Variablen fest. Und diese Variablen kann man dann hier in Functions dann weiterverwenden. Und damit ist schon das Stichwort Function gefallen. Wir haben also hier wiederum diese Klassendefinition, die von hier bis hier reicht. Und wir haben hier die Variablen mit Private und Public eben festgelegt. Public können die Werte, die der Variablen hier zugewiesen werden, dann auch außerhalb verwendet werden. Wenn sie mit Private festgelegt werden, nur innerhalb der Klassendefinition. Und hier sind wir jetzt eben bei dieser Function. Streng genommen habe ich hier 4 Functions. Function füttern, Klammer auf, und dann hier Klammer zu. Und da siehst du schon, wie auch aus anderen Functions bekannt, dass man hier Werte an eine Function übergeben kann. In dem Fall hier der erste Wert, der hier verwendet werden würde, wäre eben welches Futter und wie viel Futter. Dann wird dann, vielleicht wenn wir gleich zum Aufruf gehen, könnte man schauen, wie die aufgerufen wird, Futter. Hier, Balinese, hier zeugt man nämlich ein Objekt. Dollar Balinese ist gleich nur Katze, das heißt man zeugt ein Objekt der Klasse Katze.
und kann dann hier mit der Function füttern, kann man hier dann Wert übergeben. Auch den ersten Wert, das wäre hier welches Futter, und 1 wäre dann in dem Fall hier die Anzahl. Und dann wird dann der Variablen Futterart und Menge in Kilo, hier haben wir solche Festlegungen, werden dann die Werte dann zugewiesen. In dem Fall hier dieser Wert wird hier zur Futterart zugewiesen, und aber nur genau nur diesem Objekt, und wie viel Futter wird dann in dem Fall zur Menge in Kilo zugewiesen. Futterart ist hier die Private-Festlegung, Menge ist dann hier wiederum. Und das wird dann hier übergeben und wird dann gespeichert. Dann haben wir eine weitere Function, wie viel gerade gefressen. Da wird in dem Fall kein Wert übergeben, wie es dann davor war, sonst wird einfach nur etwas ausgegeben. Die Katze hat gerade dies, und dies ist immer genau dieses Objekt, das gerade hier angesprochen wird, Menge in Kilo, das haben wir hier gespeichert. Dies, Futterart, das wäre dann dieser Bereich hier, gefressen. Wenn man das dann aufruft, wird das dann auch auf der Webseite dann ausgegeben. Hier benennen, da wird dann nur ein Wert übergeben, wird dann in der Variable Namen dann abgespeichert. Wenn wir da weiter runtergehen, kann man dann auch eine Function festlegen, zum Beispiel wie Name nennen. Und dann wird dann ausgegeben, in dem Fall der Name, der hier dann abgespeichert wurde. Also du siehst, man kann an Functions auch Wert übergeben. Wichtig ist, dass diese Function innerhalb der Klassendefinition stehen und dass man hier eben dann mit this, diese Schreibweise, und dann Minus, Größerzeichen, dann auch Werte dann zuordnen kann. Ja, da habe ich schon einmal darauf hingewiesen, dass man eben mit Hilfe einer Function an Objekte einer Klasse auch Werte übergeben kann. Und dies wird eben dann verwendet, um dann auch auf Objekte zugreifen zu können. Das heißt, in dem Fall wird hier das dann zugewiesen. Und hier wird es dann zum Beispiel ausgegeben. Zugewiesen und Gleichzeichen. Und hier wird es einfach, wenn man es nochmal hinschreibt, wird es dann ausgegeben. Dann sind wir jetzt schon außerhalb der Klassendefinition. Kurz zu wiederholen nochmal, Klassendefinition geht von hier bis hier. Es werden hier Variablen festgelegt, Eigenschaften, Attribute. Man kann sie mit Private oder Public festlegen. Dann haben wir Functions. Und den Functions kann man Werte übergeben oder auch nicht. Und man kann hier auch dann diesen Objekten dann auch Werte zuweisen. Und dem einen Objekt, die wird dann Futterart zum Beispiel zugewiesen. Ich habe das hier oben definiert. Die Variable Menge in Kilo, ich habe sie definiert, und hier habe ich nochmal Name definiert, und da kann man dann eben mit der Übergabe von Werten von außerhalb dann den Objekten Werte zuordnen. Hier sind wir bei diesem Erzeugen von Objekten, ich habe das oben schon angesprochen, hier erzeuge ich ein Objekt mit der Bezeichnung Abyssinia gleich New Katze, Klammer auf, Klammer zu, und mache ich dasselbe noch einmal. Erzeuge ich ein weiteres Objekt der Klasse Katze, und das hat hier eben die Bezeichnung Balinese. Dann greife ich auf die Functions, die ich oben zugewiesen habe, die ich in die Klassendefinition eingefügt habe, zu füttern Fleisch 2. Also ich gehe hier rauf, übergebe welches Futter, das wäre dann Fleisch, dann Anzahl 2, und dann wird das Ganze hier dann zugewiesen. Dann gebe ich hier mal aus, wie viel gerade gefressen, rufe das auf, es wird dann hier mit Echo ausgegeben. Und das Ganze wird dann weitergeführt, indem man einen Namen zuweist und der Name auch dann ausgegeben wird. Das Ganze mache ich noch einmal, indem ich ein weiteres Objekt festlege und hier dann dementsprechend wieder füttere und so weiter und so fort. Und da zum Abschluss habe ich hier noch ein Beispiel für Echo-Anzahl der Pfoten, Abyssinia minus Größezeichen Anzahl Pfoten. Und da sieht man, dass man in dieser Art und Weise auch auf die Werte zugreifen kann, wenn sie public vorher festgelegt wurden. Also bitte gut aufpassen, ob du jetzt einen Wert hier drinnen als private oder public festlegen würdest. Ja, das Ganze schaut dann so aus, wenn wir jetzt wieder hinaufgehen, zum Herum, dann würde das hier in dem Fall dann ausgegeben werden. Zum Schluss sind die Anzahl der Pfoten, und vorher eben dann diese Aufrufe der Methoden bewirken dann die dementsprechende Ausgabe. Ja. Hier noch einmal, da habe ich hier die Ausgabe noch mehr runtergenommen. Hier bewirkt also dann die Katze gerade 10 Kilo gefressen. Das bewirkt dann in dem Fall dann, da wird es noch zugewiesen, wie viel gefressen. Führt dann dazu hier, die Katze hat gerade Kilo gefressen. Das Ganze wird dann zweimal durchgeführt und zum Schluss eben Anzahl der Pfoten, Dollar Abyssinia, Anzahl Pfoten, wird dann eben ausgegeben, in dem Fall für die Abyssinia-Katze.
Die Balinese Katze würde dann wahrscheinlich dieselbe oder wird sicherlich dieselbe Anzahl der Pfoten haben. Es wird auch hier innerhalb der Klasse eben für jedes Objekt dieser Klasse festgelegt. Ja, mein Hinweis jetzt hier, schau dir diese Aufgabenstellung hier am Ende der Seite genau an. Versuche mit eigenen Worten hier die Antworten darauf zu finden und versuche dann vor allem ein eigenes Beispiel zu programmieren, indem du hier ein eigenes Auto programmierst. Damit kannst du sicher gehen, dass du die Inhalte, die wir hier jetzt, ich dir hier gezeigt habe, auch tatsächlich ja, verstanden hast. Dann danke fürs Zuhören und bis bald.